Die weltweite Pandemie hat die Fortschritte, die in den letzten 10 Jahren bei der Verringerung der extremen Armut erzielt wurden, zunichte gemacht und damit das produktivste Jahrzehnt, das es je bei der Verringerung der Armut gegeben hat, ins Gegenteil verkehrt. Zur gleichen Zeit, als diese Seite des globalen Wohlstandsspektrums einen großen Schritt zurückmachte, wurden die reichsten Menschen der Welt noch reicher. 47,8% des weltweiten Reichtums befinden sich jetzt in den Händen von nur 1,2% der Menschen. Das sind etwa 62,5 Millionen Erwachsene mit einem Nettovermögen von über 1 Million US-Dollar. Leider haben 2,8 Milliarden Erwachsene, mehr als die Hälfte der erwachsenen Weltbevölkerung, ein Nettovermögen von weniger als 10.000 US-Dollar. Ökonomen betonen immer wieder, dass Ungleichheit ein kompliziertes Thema ist und dass unsere moderne, globalisierte, wertschöpfende Wirtschaft kein Nullsummenspiel ist. Eine kleine Gruppe von Menschen mit viel Vermögen geht nicht unbedingt auf Kosten aller anderen. In manchen Fällen kann diese Vermögenskonzentration sogar den Lebensstandard anderer Menschen verbessern, da es in eine Industrie investiert werden kann, die mehr produziert und mehr Möglichkeiten für alle bietet. Fast seit dem Beginn der industriellen Revolution ist genau das passiert. Heute leben mehr Menschen in einem Leben voller Luxus, das nicht einmal denkbar gewesen wäre, bevor Investitionen in Technologie und Industrie die Welt insgesamt zu einem wohlhabenderen Ort machten. Aber jetzt könnte sich dieser Fortschritt zum ersten Mal seit fast 250 Jahren umkehren, sodass der wirtschaftliche Reichtum eines Einzelnen zu einer wirtschaftlichen Belastung für Milliarden anderer werden könnte. Und das hat viel mit den inzwischen 300 Billionen US-Dollar Schulden zu tun, mit denen die Welt zu kämpfen hat. Diese Zahl allein mag schon beängstigend klingen, aber für die meisten Ökonomen war sie bis vor kurzem noch kein Grund zur Sorge. Was sind die wirtschaftlichen Kräfte, die die Ungleichheit vorantreiben? Was hat die weltweite Rekordverschuldung mit diesem Problem zu tun? Gibt es ein optimales Maß an Ungleichheit, um den Wohlstand für alle Wirtschaftsteilnehmer zu maximieren? Und wenn es das gibt, wie können wir es erreichen? Eine Wirtschaftsstatistik, die nicht annähernd genug Beachtung findet, ist die Tatsache, dass die globale Einkommensungleichheit vor etwa 1,5 Jahrzehnten etwas Interessantes zu tun begann. Zum ersten Mal seit Beginn der industriellen Revolution begann sie zu sinken. Dies geschah nach einem Plateau der Ungleichheit, das Ende der 1980er Jahre begann. Und auch wenn viele Kommentatoren über das Problem der globalen Ungleichheit sprechen, ist die Realität, dass wir uns als Planet zumindest bis vor kurzem in die richtige Richtung bewegt haben. Die größte Triebkraft für die Verringerung der globalen Ungleichheit war das Wachstum der einst sehr armen, aber sehr bevölkerungsreichen Volkswirtschaften. Vor allem in China, aber auch in Indonesien, Indien, Thailand, den Philippinen, Südkorea und Taiwan. All diese Länder haben ihre Wirtschaft im letzten halben Jahrhundert erheblich gesteigert und diesen Wohlstand mit ihren Menschen geteilt, die fast die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Die asiatisch-pazifische Region hat Milliarden von Menschen aus der extremen Armut befreit, was aus humanitärer Sicht fantastisch ist. Aber für Ökonomen bedeutet es auch, dass ein großer Teil der Weltbevölkerung den Abstand zu den Reichsten der Welt verringert hat, was eine Verringerung der Ungleichheit bedeutet. Das alles ist großartig. Aber während dies geschah und die globale Ungleichheit sank, geschah etwas Interessantes in den Ländern, die den weltweiten Rückgang der Ungleichheit anführten. Ihre eigene Ungleichheit nahm zu. In den 2 Jahrzehnten des stärksten Wirtschaftswachstums stieg die Einkommensungleichheit in China von einem Gini-Koeffizienten von 32 auf einen Gini-Koeffizienten von 44. Wir werden in Kürze erklären, was genau das bedeutet, aber im Moment bedeutet es, dass China zu einem deutlich ungleicheren Land wurde, während es gleichzeitig die Welt gleicher machte. China mag hier ein Ausreißer gewesen sein. Schließlich befand sich das Land in der Übergangsphase von einer kommunistischen Planwirtschaft, die zumindest teilweise den marxistisch-leninistischen Idealen der Gleichheit der Arbeitnehmer folgte, hin zu einem stark marktorientierten System, wie es heute besteht. Chinas inoffizielles wirtschaftliches Motto zu dieser Zeit war, dass alle reich werden, wenn man einige Leute zuerst reich werden lässt. Trotzdem war China kein Einzelfall. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass Zahlen zur Ungleichheit schwer zu bekommen sind, da sie vor allem in Ländern, die sich schnell entwickeln und in denen ein großer Teil der Wirtschaft informell ist, schwer zu haben sind. Dennoch hat die Ungleichheit in fast allen großen Volkswirtschaften, die im letzten halben Jahrhundert ein hohes Wachstum erlebt haben, zugenommen. Und dennoch haben genau diese Länder die Gleichheit in der Welt irgendwie verbessert. Warum? Stellt euch vor, die Welt wäre eine Ansammlung von Fußballmannschaften. Die meisten von ihnen sind ziemlich einfach und bestehen aus Spielern, die am Wochenende nur zum Spaß spielen. Aber einige, wie zum Beispiel die USA und einige westeuropäische Mannschaften, bestehen aus Weltklasse-Profispielern. Wenn diese Mannschaften gegeneinander antreten würden, wäre das natürlich nicht besonders fair, weil sich die Talente so stark auf einige wenige Spitzenteams konzentrieren. Aber nehmen wir mal an, wir nehmen alle Mannschaften und geben den schwächeren Teams ein paar echte Starspieler mit. Auf der Ebene des gesamten Turniers würde dies das Spiel ausgleichen.
Aber die Verteilung der Fähigkeiten innerhalb der Teams selbst würde sich verschlechtern. Für den durchschnittlichen Gelegenheitsspieler könnte das trotzdem eine gute Sache sein, weil er nicht jedes Spiel verliert und sich sein Team durch die zusätzliche Aufmerksamkeit, die es bekommt, vielleicht bessere Trainer und Ausrüstung leisten kann, um alle wettbewerbsfähiger zu machen. Als sich die Länder entwickelten und die moderne Industrie einführten, wurden einige Industrielle sehr reich. Aber im Großen und Ganzen war das für alle gut, denn die neuen modernen Industrien boten allen Menschen im Land viel bessere Möglichkeiten. Der Durchschnittsmensch in China ist heute viel besser dran als der Durchschnittsmensch in China vor 50 Jahren, auch wenn er technisch gesehen unter einem höheren Maß an Ungleichheit leidet. Auf einer breiteren Ebene ist dies der Grund, warum die Welt nach der industriellen Revolution ungleicher wurde. Vor der modernen Produktion und den wertschöpfenden Industrien wurde der Reichtum der Nation hauptsächlich dadurch bestimmt, wie produktiv ihr Ackerland war. Einige Länder versuchten dies durch die Kolonialisierung und den Abbau von Rohstoffen auf der ganzen Welt auszubauen, aber insgesamt waren alle ziemlich gleich arm. Die einzige Möglichkeit, zu Reichtum zu gelangen, war der Besitz von Land, auf dem Lebensmittel angebaut werden konnten, und die Hauptbeschäftigung der meisten Menschen war immer noch, an genug zu essen zu kommen. Moderne Industrie und Technologien wie Eisenbahnen, Dampfmaschinen, Fließbänder und später die Elektrizität schufen eine große Kluft zwischen den Ländern, die diese Technologien nutzten, und denen, die das nicht taten. Heute ist die Landwirtschaft nur noch ein kleiner Teil der Weltwirtschaft und ein noch kleinerer Teil der meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Und dank internationaler Investitionen und der Globalisierung ist es für die Länder heute viel einfacher, sich zu industrialisieren, als es damals war. Ungleichheit ist kompliziert, aber im Allgemeinen kann sie verringert werden, indem reiche Menschen ärmer oder ärmere Menschen reicher gemacht werden. Das ideale wirtschaftliche Ergebnis ist es, arme Menschen reicher zu machen. Aber manchmal hat das den Nebeneffekt, dass bereits reiche Menschen noch reicher werden, was den Eindruck erwecken kann, dass sich die Dinge verschlechtern, während das Leben für alle in Wirklichkeit viel besser wird. Solange jemand seinen Reichtum dadurch erwirtschaftet, dass er der Wirtschaft einen Wert hinzufügt, anstatt ihr einen Wert zu entziehen, sollte die Welt unter sonst gleichen Bedingungen ein besserer Ort sein. Die klassische Annahme der Ökonomen unter sonst gleichen Bedingungen ist auf der Ebene der globalen Makroökonomie natürlich eine große Annahme. Und selbst wenn sie allgemein von Vorteil ist, kann die allgemeine Ungleichheit dennoch einige unvermeidliche Probleme verursachen. Ein gängiges Argument für die verschwenderischen Ausgaben der reichsten Menschen der Welt ist, dass es für die Wirtschaft besser ist, wenn sie ihr Geld ausgeben, als es zu horten. Die Theorie, die hinter diesem Argument steht, ist nicht ganz falsch. Wenn ein Milliardär einen Privatjet kauft, wird das Geld, das er dafür ausgibt, indirekt an die Tausenden von Menschen weitergegeben, die an der gesamten Lieferkette für jedes Bauteil des Flugzeugs beteiligt sind. Nachdem das Flugzeug gebaut ist, braucht es einen Piloten und eine Besatzung. Es schafft auch Arbeitsplätze für das Bodenpersonal an den Flughäfen und die Ingenieure, die das Flugzeug flugtauglich halten. Diese eine große Anschaffung hat die Industrie und die Beschäftigung angekurbelt und die Wirtschaftsleistung verbessert. Einige Kommentatoren und sogar einige Ökonomen gehen davon aus, dass das Beste, was wohlhabende Menschen für die Wirtschaft tun können, darin besteht, ihr Geld für Konsumzwecke wie diesen auszugeben. Die Verbraucherausgaben sind ein Bestandteil des Bruttoinlandsprodukts, sodass ein Anstieg der Verbraucherausgaben einen Anstieg der Wirtschaftsleistung bedeutet. Das Problem ist, dass die meisten Menschen dies verkehrt herum sehen. Der Grund, warum wir den Konsum zur Messung der Wirtschaftsleistung heranziehen, ist, dass er einfach einfacher zu erfassen ist als die Produktion selbst. Wenn etwas produziert wird, wird es entweder von den Verbrauchern gekauft und genutzt, vom Staat gekauft und genutzt, exportiert oder als Investition behalten. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen eine große Fabrikanlage produziert, wird diese wahrscheinlich an ein anderes Unternehmen verkauft, das damit noch mehr Wert für die Wirtschaft schafft. Unternehmen werden keine Waren und Dienstleistungen für den Konsum produzieren, wenn niemand sie konsumieren will. Und sie werden auch nicht in neues Kapital investieren, um wieder Waren und Dienstleistungen herzustellen, wenn sie niemanden haben, an den sie verkaufen können. Deshalb machen sich die Ökonomen in Zeiten des Abschwungs immer große Sorgen um das Vertrauen und die Ausgaben der Verbraucher. Das bedeutet aber nicht, dass Konsum automatisch immer das beste wirtschaftliche Ergebnis für alle ist. Und ja, es gibt wahrscheinlich Argumente für die sozialen und ökologischen Probleme, die durch eine übermäßig konsumorientierte Gesellschaft verursacht werden. Aber darum geht es hier nicht, sondern nur um die wirtschaftlichen Probleme, die entstehen können, wenn sich der Konsum so stark auf die Spitze konzentriert. Die Grundlage der Ökonomie ist die Lösung des zentralen wirtschaftlichen Problems, das darin besteht, dass die Menschen unbegrenzte Wünsche, aber nur begrenzte Ressourcen haben, um diese Wünsche zu erfüllen. Eine der wichtigsten Fragen, die sich daraus ergibt, ist, für wen diese begrenzten Ressourcen verwendet werden. Wenn eine sehr reiche Person ihren Reichtum hortet und ihn ausschließlich in Investitionen steckt, wird das normalerweise als schlecht angesehen. Aber in Wirklichkeit können diese Investitionen insgesamt mehr Wohlstand für alle schaffen,
während sie genauso viele Arbeitsplätze schaffen und genauso viel zur Produktion beitragen wie der Konsum. Wenn Ressourcen für den Bau eines Privatjets mit begrenzter Lebensdauer aufgewendet werden, sind das Ressourcen im Wert von Millionen von Dollar, die nicht für die Verbesserung der industriellen Kapazität des Planeten oder für die Verbesserung des Lebens der normalen Verbraucher verwendet werden können. Gehen wir aber davon aus, dass der Milliardär das Geld in eine Fabrik investiert, anstatt das Flugzeug zu kaufen, würde das zwar immer noch Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum ankurbeln, aber anstatt buchstäblich Reichtum zu verbrennen, würde er der Weltwirtschaft einen größeren Mehrwert verschaffen, indem er Inputs in wertvollere Outputs umwandelt. Natürlich ist das ein stark vereinfachtes Beispiel, aber es sollte trotzdem Sinn ergeben. Es ist großartig, wenn Geld in einer Wirtschaft zirkuliert und der Konsum ist ein einfacher und schneller Weg, dies zu erreichen. Aber langfristig ist es besser, wenn sowohl Ressourcen als auch Geld in der Wirtschaft zirkulieren, um die Produktion jetzt und in Zukunft zu verbessern. Aber auch wenn wohlhabende Menschen ihr Geld investieren, kann die Konzentration von Reichtum Probleme verursachen. Vor allem, wenn diese Investitionen in Form von globalen Schulden erfolgen. Die globale Verschuldung liegt inzwischen bei über 300 Billionen US-Dollar. In einem unserer letzten Videos haben wir uns damit beschäftigt, dass das nicht unbedingt ein Problem ist, weil wir uns dieses Geld quasi nur selber schulden. Auf globaler Ebene stimmt das auch. Die Verschuldung ist zwar hoch, aber das wird durch die Tatsache ausgeglichen, dass es für jeden Dollar Schulden eine Forderung gibt, die genauso viel wert ist. Aber wenn man genauer hinsieht, ist es nicht ganz so einfach. Der Großteil der Schulden gehört einer kleinen Gruppe von Menschen. Etwa 5% der weltweiten Schulden befinden sich im Besitz von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen wie der Weltbank und dem IWF. Die Regierung, die die meisten Schulden hält, ist China, das nicht nur Staatsanleihen anderer Länder als Währungsreserven besitzt, sondern auch selbst Kredite für Projekte wie die Belt and Road Initiative vergibt, obwohl es diese Aktivitäten inzwischen stark zurückgefahren hat. Wie auch immer, die verbleibenden 95% der weltweiten Schulden befinden sich direkt oder indirekt im Besitz der Haushalte. Der größte Teil davon wird von Unternehmen wie Banken und Firmen mit großen Mengen an Staatsanleihen kontrolliert. Aber die Haushalte sind Eigentümer dieser Unternehmen. Die Verfügbarkeit von Schulden und der Zugang zu Krediten war schon immer ein sehr wichtiger Teil der Wirtschaft. Es gibt Projekte und Technologien, die für die Wirtschaft sehr wertvoll sind, aber viel Kapital benötigen, um sie zu entwickeln. Wenn die Menschen, die diese Projekte entwickeln wollen, selbst nicht genug Kapital haben und keinen Kredit bekommen, werden sie nicht realisiert und tragen nicht zur Wertschöpfung der Wirtschaft bei, was natürlich ein schlechtes Ergebnis ist. Das gilt nicht nur für Menschen, die eine großartige Geschäftsidee haben. Es gibt viele Länder auf der Welt, die aufgrund ihres Reichtums an natürlichen Ressourcen oder qualifizierten Arbeitskräften ein enormes wirtschaftliches Potenzial haben, das sie nicht ausschöpfen, weil sie nicht genug Kapital bekommen, um ihre Industrien so zu entwickeln, dass sie weltweit wettbewerbsfähig sind. Wenn die Verschuldung effektiv gestaltet und immer für die sinnvollsten Projekte eingesetzt wird, wäre das kein Problem für die Weltwirtschaft und könnte sogar eine gute Sache sein. Weil die Kreditgeber die Durchführbarkeit eines Projektes beurteilen könnten, bevor die begrenzten Ressourcen der Weltwirtschaft für die Verfolgung des Projektes verschwendet werden. Wenn sich jemand 1 Milliarde Dollar leihen wollte, um die Erforschung erneuerbarer Energien zu finanzieren, die Strom erzeugen, indem sie Katzen in Hamsterrädern herumlaufen lassen, ist es wahrscheinlich am besten, wenn es einen Mittelsmann gibt, der für eine effektive Nutzung dieser wirtschaftlichen Ressource sorgt. Aber manchmal wird das zu weit getrieben und gute Ideen werden nicht finanziert, weil die Kreditentscheidungen von einer winzigen Gruppe von Menschen getroffen werden. Ben Bernanke hat letztes Jahr den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für seine Forschung über die Verfügbarkeit von Krediten und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft erhalten. Die Wirtschaftswissenschaft ist eine Sozialwissenschaft und so akademisch Ökonomen das Thema Ungleichheit auch darstellen wollen, es wird immer unterschiedliche Meinungen geben. Realistisch betrachtet ist ein gewisses Maß an Ungleichheit ein großartiges Mittel, um die Teilnehmer einer Wirtschaft zu motivieren, innovativ zu sein und härter zu arbeiten, um ein besseres Leben für sich selbst zu schaffen und auf diese Weise eine wohlhabendere Wirtschaft für alle um sie herum zu gestalten. Das war quasi der zweite Teil des Videos von letzter Woche über die globale Verschuldung. Wie immer wollten wir hier nicht zu viel wiederholen. Aber wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann solltest du das unbedingt nachholen, denn diese beiden Folgen sollte man auf jeden Fall zusammen geschaut haben. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut!